Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Abend mal wieder prominenten Besuch hier in der Sendung. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und begrüße ganz herzlich den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Schön, dass Sie da sind. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich denke mal, dass Sie sehr früh aufgestanden sind heute Morgen. Ja, wie immer. Ich stehe so um 5:45, 5:30, 5:45 auf und so ist der Tag wie immer. Ja, wie war der Tagesablauf so, ganz grob? Der war bunt. Ich war zuerst in der Uni in Bochum und habe dort an einer Veranstaltung teilgenommen, habe dort noch Gespräche zu führen gehabt nach der Veranstaltung. Dann war ich bei den Gartenbaubetrieben, das heißt bei dem Vorsitzenden, der Landesvorsitzenden der Gartenbaubetriebe, die haben Probleme mit den Energiepreisen. Dann war ich in Hagen bei der Westfalenpost und habe dort mit jungen Leuten ziemlich lange diskutiert, bin zu Hause vorbeigefahren, habe meine Frau abgeholt und bin hierher. Ja, Sie brauchen nicht viel Schlaf. Nee, gut, ich brauche Schlaf wie andere Leute, aber ich, in der Woche schlafe ich nicht so sehr viel, 3, 4, 5. 3, 4, 5 Stunden. Erstaunlich. Herr Clement, wir haben eine kleine Tradition. Immer, wenn ich prominenten Besuch habe, gibt es am Anfang so ein Päckchen Domian-spezifische Fragen. 5, 9 Domian-Fragen. Und ich schlage vor, dass wir damit jetzt auch mal anfangen. Okay. Mit der Bitte um eine kurze oder kompakte Antwort. Und dann legen wir mit den Zuschauern und Zuhörern los. In Ordnung. Die erste Frage: Auf was sind Sie in Ihrem Leben am meisten stolz? Auf meine Frau und meine Familie. Ja. Was denken Sie über Big Brother? Wenig. Ich habe dazu gar kein Verhältnis. Ich habe mal so Sekunden gesehen, das hat mir gereicht. Ja, das reicht auch nicht zum Beurteilen. Nein, das stimmt. Ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Also, ich finde es nicht gut, wenn man sich produziert so in dieser Weise. Mhm. Aber das müssen die Menschen so selbst beurteilen, die das tun. Aber ich halte davon nicht so sehr viel, ehrlich gesagt. Wenn Sie an Ihre erste Liebe denken, welche besonderen Erinnerungen werden dann in Ihnen wach? Ja, die ich heute auch habe, das war nämlich meine Frau. Ach ja, das war die erste Liebe? Ja, sicher. Das sind sicher nicht, aber es war so. Wir sind dann aber wieder auseinander gewesen. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, aha, aber ich habe eine ziemliche Geduld und Ausdauer und habe sie dann eben doch gewonnen. Wie alt waren Sie da? Als es begann? Ja. So 16. 16. Würden Sie eine Aktie von Borussia Dortmund kaufen? Ja. Ja. Eindeutig, das ist ein klasse Club, das ist ein Club aus dem Revier. Ich bin aus der Ecke, bin ja in Bochum geboren und habe in Dortmund über Jahre gearbeitet. Jawohl, Borussia Dortmund, das gehört dazu, wenngleich ich ein Anhänger natürlich vom VfL Bochum. Ja, ich weiß. Wann hatten Sie das letzte Mal Angst? Ach, das sind ganz unterschiedliche Situationen. Ja, schon gar nicht so weit zurück. Mögen Sie es sagen? Na, es war eine Situation in einem Flugzeug, ja. Mhm. Wenn Sie die Möglichkeit und die Auswahl hätten, welche Rolle würden Sie gerne in einem Spielfilm spielen? Oh je, oh je. Den Gauner, den Kommissar, den Gigolo? Dann lassen Sie mich lieber einen Kommissar. Okay. Für was schämen Sie sich? Für das, was in der letzten Zeit in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Am schlimmsten war der Anschlag auf die Synagoge in Düsseldorf. Mhm. Dafür habe ich mich geschämt. Das verletzt mein nordrhein-westfälisches Selbstverständnis. Mhm. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass sowas nochmal passiert. Und das war wirklich ein Schock, eigenartig, dass, ich bin im Krieg aufgebaut oder geboren worden. Und ich habe nicht gedacht, dass sowas nochmal passieren würde. Vor welcher noch lebenden Persönlichkeit haben Sie größte Hochachtung und größten Respekt? Das ist schwer zu sagen. Es sind einige Leute, vor denen ich eine sehr große Hochachtung habe. Das sind aber jetzt überwiegend politische Menschen. Die gehören überwiegend auch meiner eigenen Partei an. Nur sagen Sie einen Namen. Nein, das also Leute, zu denen ich eine sehr enge Beziehung habe und vor denen ich Respekt habe, das ist beispielsweise Johannes Rau, der gehört noch nicht meiner Partei an. Die Parteimitgliedschaft muss ja ruhen, aber wir waren über viele Jahre verbunden. Ich habe Respekt vor Gerhard Schröder, vor vielen Leuten, mit denen ich jetzt zu tun habe. Bewunderung ist mir zu viel gesagt. Und die letzte Frage: Was würden Sie Gott fragen? Wie es weitergeht. Okay.
So ihr Lieben, jetzt seid ihr dran, wenn ihr euch mit dem Wolfgang Clement unterhalten wollt. Wenn ihr Fragen an Wolfgang Clement habt, Kritik vielleicht auch äußern wollt oder irgendwelche Anmerkungen habt, ruft an unter der Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt uns unter 0800 5678 110. Eine Stunde zu Gast bei uns heute Nacht hier bei Domian, Wolfgang Clement, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Erste Anruferin, das ist die Aische und Aische ist 25 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Aische, deine Frage. Ja, also ich hätte, ja hallo Domian, hallo Herr Clement. Hallo Aische. Ich habe eine Frage und zwar, wie denken Sie eigentlich über den Begriff deutsche Leitkultur? Ich halte nichts davon, weil er zu suggerieren scheint, dass das eine bessere Kultur ist als andere. Leitkultur, das erweckt den Eindruck, man sei vor anderen. Deshalb halte ich von diesem Begriff nicht viel. Kultur hier in Deutschland, das ist wirklich eine Kultur, die auf dem Grundgesetz aufbaut, der Würde des Menschen, baut auf einem christlichen Menschenbild und auf der europäischen Tradition. Wir leben ja hier in Europa. Das sind die Begriffe, die für mich die Kultur hier in Deutschland für uns Deutsche ausmachen. War das deine Frage, Aische? Ja, genau. Okay, vielen Dank. Ja. Ciao. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir Magnus dran und Magnus ist 16 Jahre alt. Hallo. Hallöchen. Magnus, deine Frage. Gut, Herr Clement. Hallo. Hallo, ich glaube, ich stelle meine Frage jetzt stellvertretend für eine ganze Menge Leute da draußen, nämlich diese böse Sache mit dem Stinkefinger auf der Expo. Ja, genau. Das leidige Thema. Jawohl. Ich wollte erstmal fragen, Ihre genaue Darstellung der Situation, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Es war eine fast übermütige Stimmung. Ich war mit einigen Begleitern und auch mit einer Reihe von Journalisten zusammen. Eine wunderbare Stimmung, Sonne, sommerliche Stimmung geradezu. Am niederländischen Stand, da steht eine Gruppe von jungen Leuten. Ich habe gar nicht genau verstanden, was sie machen. Sie flaxten mich an, ich flaxte zurück. Dabei habe ich diese bekannte Handbewegung gemacht und ich hatte die Hand noch nicht ganz oben, da war das Bild schon da. Mhm. Und ich bedauere, dass ich dafür die Vorlage geliefert habe. Das erweckt wirklich den Eindruck, als hätte ich da allen Ernstes irgendjemandem damit gedroht. Das war wirklich der reine Unsinn, den wir dort gemacht haben. Die jungen Leute haben das so verstanden und ich auch. Aber das Bild versteht natürlich was anderes und deshalb ist es schade. Es ist ja unglaublich, was das für eine Welle ausgelöst hat. Ja, das ging ja tagelang durch die Zeitung. Aber man konnte im Gesicht sehen, meine ich zumindest, dass das nicht böse gemeint war. War wirklich nicht böse. Es war, die jungen Leute haben das, glaube ich, genauso verstanden. Es war einfach Flachserei. Und es gab auch keine Anzeige und nichts von denen. Nein. Ich muss auch sagen, als ich das Bild gesehen habe, also ich habe es mir eigentlich sofort ausgeschnitten und meine Schuhmappe geklebt. Das ist aber ein cooler Ministerpräsident, ne? Ich dachte mir eigentlich, ich fand das toll, dass auch mal ein Politiker politisch unkorrekt sein kann. Ja, das ist ja stimmt, das war unkorrekt. Aber wie gesagt, es war aus Übermut in einer solchen Situation. Mann, was ich denn da jetzt für? Schämen, und das ist jetzt zu viel gesagt, aber es tut mir leid, dass ich da für solche ein so missverständliches Bild gesorgt habe, als sei das so Lebensweise. Als Politiker muss man natürlich achten darauf, dass man korrekt handelt, ja. Magnus, danke für deine Frage. Ja, bitteschön. Tschüss. Haben Sie denn von Parteifreunden auch da so intern Kritik bekommen, nach dem Motto, wie kannst du denn sowas machen? Nein, das habe ich jedenfalls nicht gehört. Wahrscheinlich ist darüber gesprochen worden, aber ich habe natürlich in vielen Zeitungen gelesen, dass man mir geradezu erzieherisch beigebracht hat, dass man so etwas nicht tut. Absolut, das wusste ich aber auch schon vorher, dass man es jedenfalls nicht ernsthaft tut. In solch einer Situation wie da, das war einfach ein Gag, eine schöne Situation, so habe ich sie empfunden. Mhm. Ich habe das auch gar nicht gemerkt, bis ich am nächsten Tag auf einmal die Scherben gesehen habe. Ich hatte gar nicht registriert, dass der Fotograf so auf den Punkt gedrückt hat. Herr Clement, Sie sind jetzt 60 Jahre alt. Ja, das ist ich würde gerne mal die Zeit so um 40 Jahre zurückschrauben, als Sie so Anfang 20 waren. Was hatten Sie für eine Lebensplanung, für eine Lebensvorstellung damals? Ich war noch etwas unsicher, aber ich wollte Journalist werden von Anfang an. In der letzten Zeit, der letzten Schuljahr, obwohl ich da immer noch suchender war. Deshalb verstehe ich viele Jugendliche, die vor Schulabschluss stehen und noch nicht sagen können, genau was sie mal werden wollen. Diese Unsicherheit hatte ich auch, aber es entwickelte sich doch sehr schnell bei mir in Richtung Journalismus. Ich habe damals schon Lokalchefs angeschrieben von Zeitungen und sie um ein Gespräch gebeten. Und von dreien hat einer geantwortet, das werde ich nicht vergessen. Der hat mich eingeladen und hat sich 2 Stunden lang mit mir unterhalten. Mhm. Und hat dann gesagt, so, und jetzt fängst du an. Und dann habe ich als freier Mitarbeiter in der Zeitung dort gearbeitet. Das wurde später mein Chefredakteur. Das war vor dem Studium noch? Das war vor dem Studium. Mhm. Studiert habe ich eigentlich, man verdient ja nichts, man kriegt ja damals 9 Pfennig pro Zeile. Mhm.
Ich kam so auf knappe 100 Mark und war immer ganz stolz, wenn überhaupt ein paar Zeilen in der Zeitung standen. Und mein Vater fand das schrecklich. Ich wollte gerade sagen, der Journalismus ist ja nur auch nicht so ein angesehenes Gewerbe. Was hat der Papa gesagt? Ja, der fand das wirklich ein bisschen problematisch. Sie kommen aus einem recht einfachen Elternhaus, also keine reichen Leute? Nein, wir waren bürgerliche, kleinbürgerliche Leute. Mhm. Und mein Vater hat dann gesagt, es war damals ja noch wichtig, dass man studierte nach dem Abitur. Mhm. Und er hat mich im Grunde beredet, fast gezwungen zu studieren. Dadurch habe ich Jura studiert. Jura studiert. Waren Sie ein? Beides gemacht. Ich habe. Dann hat sich das so entwickelt. Waren Sie ein braver Junge zu Hause? Nee, das kann man nicht sagen. Ich habe ziemlich viel Unsinn gemacht, aber schön. Also, gab es denn so ein Auflehnen? Ich meine, das haben wir ja alle irgendwie durchgemacht, mehr oder weniger so in der Pubertät, gegen die Eltern, gegen das Elternhaus. Waren Sie auch ein bisschen rebellisch? Nein, nicht so krass. Ich hatte eine richtige Schulkrise gleich zu Anfang, als ich auf die höhere Schule gekommen war. Das wäre heute die 6. Klasse, so Quinter. Da habe ich eine richtig schwere Krise gehabt. Die hat mich offensichtlich ziemlich kuriert. Also nein, ich habe diese solche Auflehnungsphase eigentlich nicht gehabt. Ich muss dann allerdings auch sagen, dass im Studium schon, ich hatte noch nicht das Examen, da ist schon mein Vater gestorben und meine Mutter hat dann eben auch sehr gelitten und nicht mehr so lange gelebt. Also das ist dann bei uns leider sehr schnell gegangen. Meine Eltern stammen aus einer Generation, die waren beide Jahrgang 1902. Mhm. Das heißt, die haben die ganze erste Hälfte des schrecklichen letzten Jahrhunderts mitgemacht. Mhm. Die beiden Weltkriege, beide dieses schwere Abs dort. Und als alles vorbei war, hatten sie nicht mehr die Kraft zu leben. Mhm. Das waren viele in dieser Generation. Ja. Wir sind heute eine sehr glückliche Generation. War der Vater in Kriegsgefangenschaft auch? Ja, sicherlich. Mhm. Der war im Krieg voll und eben auch in der Gefangenschaft. Ich habe noch alles vor Augen, wie er aus der Gefangenschaft. Wo war er? In Russland? Nein, er war hier im Westen. Mhm. Und als er zurückkam, wir waren damals im Münsterland evakuiert, warf er Steine an die Scheibe und dann habe ich ihn zum ersten Mal im Leben gesehen. Da war ich 5 Jahre. Ach, das genau noch in Erinnerung? Das habe ich alles genau, wie ich ihm auf den Arm gesprungen bin, wie ich ihm die Mütze abgenommen habe und er war natürlich kahl geschoren. Ein fremder Mann, ne? Er war ein fremder Mann, aber irgendwie war ein Gefühl da. Mhm. Sie sagen, dass Sie dann volontiert haben, bei einer Zeitung gearbeitet haben. Waren Sie damals sehr ehrgeizig und hatten eigentlich schon so vor Augen, ich will ganz nach oben, will dahin vielleicht, wo Sie jetzt dann auch hinkommen? Politiker habe ich damals nicht vor Augen gehabt. Ich war immer sehr politisch interessiert, schon in der Schulzeit und wollte aber deshalb Journalist werden. Ich habe Journalismus stark als eine politische Arbeit verstanden und ich habe auch sehr darauf hingearbeitet, in die politische Redaktion zu kommen, natürlich mit einem Ehrgeiz weiterzukommen. Ich war unterbrochen durch Studium, ich habe ja dann auch studiert, habe das Examen gemacht, das ging damals noch, man konnte volontieren in den Semesterferien und dann studieren. Das ging alles ein bisschen ineinander über und ich bin dann erst ab 67, 68, also nach einer Übergangszeit, in der ich nochmal Assistent an der Hochschule war, da wurde ich nochmal unsicher, soll ich doch Juristerei machen. Da war ich Assistent in Marburg und bin dann zu diesem Chefredakteur nach Dortmund zurück zur Zeitung gegangen. Sie sagen gerade selbst das Stichwort 68. Waren Sie ein 68er, der mit wehenden Fahnen auf die Straße gegangen ist, Ho Chi Minh gerufen hat? Nein, ich war da schon mehr beobachtend und nicht unmittelbar dabei engagiert. Ich habe auch diese antibürgerliche Revolution nicht nachempfinden können, muss ich offen sagen. Nicht in dieser Tiefe, wie sie stattgefunden hat. Ich habe auch einiges dafür kritisiert oder abgelehnt für mich, aber natürlich, man hat das voller Hochspannung verfolgt. Das haben wir als Journalisten damals natürlich alle. Ja. Jetzt sind wir verbunden mit Thomas. Hallo Thomas. Hallo. 22 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Deine Frage an den Herrn Clement. Ja, folgendes. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, Herr Clement? Ich habe jetzt kaum Freizeit. Also wenn wir Ferien haben, dann fliegen wir meistens nach Amerika. Da haben wir eine Tochter. Wenn es gut geht, kommen die anderen Kinder auch dorthin. In Amerika gehen wir im Sommer an einen See, im Winter auch, aber da laufen wir dann Ski, denn da oben ist es eiskalt, das ist in der kanadischen Grenze. Freizeit selbst, ich komme meistens erst nachts nach Hause. Deshalb ist das für mich heute auch keinerlei fremde Zeit. Und dann sitze ich mit meiner Frau oder wir gehen, wenn es etwas früher ist, 11 Uhr oder so, dann gehen wir noch in unser Stammlokal, treffen dort Freunde. So läuft das ab. Samstag, Sonntag bin ich ja auch meistens unterwegs. Also das mit der Freizeit ist im Moment sehr eng. Kann man als Ministerpräsident so ganz normal in die Kneipe gehen und da Bier trinken, ohne ständig angesprochen zu werden, ohne Bodyguards? Ja, das kann geht. Man. Machen Sie. Ich habe da so meine Stammkneipen und
Da läuft das. Die kennen den Clemens schon, wenn der kommt. Ja, sicher. Die passen auch gut auf. Nein, nein, das ist so, das geht schon. Aber ich bin ganz gut aufgehoben. Mhm. Thomas, war es das? Ja, das war meine Frage gewesen. Okay, danke schön. Okay. Tschüss. Tschüss. Sie haben das Stichwort gerade gesagt, Sie haben eine Tochter, die in Amerika lebt. Aber Sie haben ja nicht nur eine Tochter, sondern Sie haben fünf Töchter. Fünf Töchter, ja. Man nannte sie auch die Clementinen, ne? Stimmt das? Ja, ja. Sagen Sie mal, wenn man so viele Töchter hat, spätestens beim dritten, fiebert man dann nicht entgegen? Na, wird's denn nun endlich ein Junge? Nein, das liegt natürlich nahe, das zu vermuten. Aber meine Frau und ich hatten uns von Anfang an vorgenommen, dass wir viele Kinder haben. Ja. Meine Frau war ein Einzelkind, ich hatte einen Bruder. Vor allen Dingen meine Frau wollte unbedingt viele Kinder haben und wir haben von Anfang an viele Kinder haben wollen. Wir wollten vier, da haben wir auch schon Anzeigen aufgegeben, jetzt ist Schluss. Und dann haben wir beim fünften gesagt, dass wir eine Gegendarstellung veröffentlicht. Wir haben noch eins. Dann. Aber ist das nicht ein Running Gag gewesen? Und noch eine Tochter und noch eine Tochter? Ja, ich behaupte ja, nur sensible Männer kriegen. Waren Sie bei den Geburten dabei? Immer mehr. Zum Schluss, ja, richtig. Ja. Bei den letzten beiden war ich richtig dabei. Ich habe mich immer mehr herangetraut. Das war... Ja. Damals war das auch noch ungewöhnlich, dass man dabei sein durfte. Ich glaube auch, ja. Heute ist das ja schon Usus. Heute ist das Usus und es war auch wunderschön, muss ich sagen. Aber ich habe mich, mit Krankenhaus tue ich mich sowieso nicht so ganz leicht. Mhm. Früher nicht, heute ist das alles unproblematisch. Aber ich habe mich dann immer mehr herangetraut und heute bin ich froh, dass ich es dann miterlebt habe. Nun hatte Ihre Frau, Sie waren berufstätig, Sie haben Ihre Karriere gemacht, nun doch sehr viel zu tun mit den vielen Kindern. Haben Sie im Haushalt auch dennoch, auch wenn Sie viel zu tun hatten, mal ein bisschen mit angefasst, Staub gesaugt, geputzt, Windeln gewechselt? Die niederen Arbeiten, ja. Also Staubsaugen und also ich habe den ab und zu im Garten zugegriffen, Staub gesaugt, Betten machen, spülen oder abtrocknen, so das waren so die Tätigkeiten. Heute auch manchmal noch? Ja, sicherlich. Ich frage Sie gleich, sie ist das ja drüben. Ich fragen, ja. Also das sind die Arbeiten, die meine Frau mir zutraut. Ja. Aber Windeln wechseln auch? Windeln wechseln war selten, also nicht diese ganz vorhanden, die ganz Ich habe ja gehört und war da ganz erstaunt, dass Sie gerne backen, stimmt das? Nee. Nee, dann war das ein Zeitungsende. Ich kann da, in der Küche kann ich nur auf Weisung meiner Frau arbeiten. Ach so. Also das, meine Frau kann da die tollsten Geschichten erzählen, was ich alles nicht kann in der Küche. Fünf Töchter und mittlerweile wie viele Enkelkinder? Vier. Wir haben jetzt vier im Moment, aber das ist eine Momentaufnahme, ist klar. Ja, das ist ein Momentaufnahme. Aber da ist jetzt ein Stammhalter schon dabei, ne? Ja, das ist das Erstaunliche. Es hat da doch einen Wechsel gegeben jetzt. Wir haben jetzt zwei Enkelinnen und zwei Enkel. Und eine Tochter wohnt in Amerika und die anderen sind aber alle verstreut in Deutschland. Keine wohnt mehr bei Ihnen zu Hause. Nein, wir sind jetzt alleine. Ja. Das war zu Anfang, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so viele Kinder gehabt hat. Aber das Schöne ist, wir haben mit allen ununterbrochen Kontakt. Mhm. Also telefonisch und wir sehen uns, wir hören uns. Ich behaupte immer, ich weiß alles über dich, ich weiß natürlich nicht alles. Aber wir haben wunderbaren Kontakt miteinander. So viele Frauen im Haus. Wer hat oder hatte denn bei Ihnen die Hosen an zu Hause? Hosen an will ich nicht sagen, aber meine Frau hat den Laden gesteuert und tut das auch heute. Die hat das alles zusammengehalten, hat die Kinder erzogen, hat mich dabei auch miterzogen, gleich mit untergebuttert dabei. Also das Management so der Familie, das hat alles meine Frau gemacht. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Das ist wahrscheinlich bei der Familie Clement ein Riesenfest dann. Kommen alle? Ja, das ist eine große Veranstaltung. Diesmal kommen die Amerikaner auch hier rüber. Das ist sonst nicht so leicht. Die haben ja längst nicht so viel Urlaub wie wir. Das ist alles komplizierter bei ihnen. Aber die kommen diesmal herüber. Wird wunderschön und wir treffen uns dann. Haben Sie feste Weihnachtsrituale, wie das so geht? Ja, also Heiligabend ist ritualisiert, fest ritualisiert. Ja, ja. Erzählen Sie mal, wie es so abläuft bei Ihnen. Ja, dann kommen wir zusammen und dann gehen wir in die Kirche zusammen. In die Kirche. Und danach gibt es die Bescherung? Dann ist es stockdunkel und dann gibt es die Bescherung. Die machen wir immer noch nach alter Väter Sitte. Und ich werde dann auch den Weihnachtsbaum anzünden. Aha. Dann werden die Pakete sehr umständlich ausgepackt. Und das macht mich schon immer alles ziemlich nervös. Und dann essen wir wunderbar zusammen. Gibt es ein festes Weihnachtsessen, das es jedes Jahr gibt, was man besonders gerne macht? Und ja, hat? Ja. Also, aber... Ganz? Nee, Gott bewahr. Nein, nein. Ach, Entschuldigung. Nein, wir machen sehr gemütliche Essen zu Weihnachten und das dauert sehr lange und dann schlafen wir am Sonntag am ersten Weihnachtstag immer sehr gut aus. Dann geht es langsam wieder auseinander. Aber den Heiligen Abend erleben wir wirklich außerordentlich intensiv miteinander. Ich stelle mir das sehr schwierig vor in Ihrem Job, bei der Zeitbelastung und auch bei Ihrer Prominenz Weihnachtsgeschenke einkaufen zu gehen. Für so viele Leute vor allen Dingen. Ja, also für die Kinder, das macht alles meine Frau. Also Sie merken schon, bei uns ist das ist alles sehr gut eingeteilt. Ich selbst gebe mir große Mühe, mir einfallen zu lassen, was ich meiner Frau schenken kann.
Das gelingt mir auch, weil sie mir immer wieder Hinweise gibt. Und notfalls bekomme ich diese Hinweise auch über die Kinder. Ja. Gut, jetzt kommt der Werner dran. Und Werner ist 37 Jahre alt. Grüß dich, Werner. Hi. Ja, hallo. Dein Thema und deine Frage. Meine Frage ist jetzt, Herr Clement. Ja, hallo. Was haben Sie von der Schlagzeile Wolfgang Clement, neuer Bundeskanzler? Da halte ich nicht. Ich bin ja jetzt Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. So lange bin ich das ja noch nicht. Und es macht mir Mordspaß. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Und in die vertiefe ich mich ganz. Und ich habe mir wirklich jetzt, ich bin da nun wirklich noch nicht wieder lange neu gewählt. Und ich will die Strecke, die jetzt vor uns liegt, voll nutzen, um hier in Nordrhein-Westfalen in Form zu bringen. Jedenfalls, soweit ich dazu beitragen kann. Zufrieden mit der Antwort, Werner? Nicht ganz, weil ich finde, Sie machen eine gute Arbeit. Das finde ich toll, dass Sie das sagen. Aber wirklich, Sie müssen das mir auch abnehmen, dass ich mir meine Aufgabe in Nordrhein-Westfalen sehe. Gucken Sie mal, ich komme aus dem Ruhrgebiet und im Ruhrgebiet ist noch eine Menge zu tun. Es ist noch wirklich eine Strecke vor uns, bis wir wirklich das auf demselben Niveau haben wie hier im Westen der Bundesrepublik. Im Osten ist das ja noch schwieriger, um das hier auf das Niveau des Westens zu bringen. Das ist mein Ehrgeiz, das ist mein ganzes Ziel hier für diese Lebensphase, die ich jetzt durchmache. Werner, danke für die Frage. Alles klar. Wiederhören, tschüss. Tschüss. Ist das so, dass Sie das Gefühl haben, so auf dem Zenit Ihrer Karriere jetzt zu sein? Oder, ich meine, man kann ja schon drüber nachdenken. Wir denken drüber nach als Außenstehende, als Wähler, Sie sicherlich privat für sich auch. Gäbe es noch eine Steigerung? Also rau vielleicht nochmal zu folgen? Nein, das ist das wirklich nicht. Das ist ein ganz anderer Weg, den Johannes Rau dort gegangen ist und geht. Und das war ja auch in seinem Weg auch ein Stück weit so bestimmt. Und Johannes Rau hat das auch, glaube ich, sich so vorgestellt. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber für mich ist das jetzt auch nicht im Sinne eines Endpunktes. Mhm. Aber ich sehe schon, dass hier das um eine Lebensaufgabe, wenn nicht meine Lebensaufgabe ist, hier das, was ich gerade angedeutet habe, das Nordrhein-Westfalen in Bestform zu bringen, in diesem Umbruch, den wir durchmachen. Das ist ja doch ein sehr tiefgehender Umbruch. Der geht ja nicht nur im Ruhrgebiet, der findet in Köln statt, im rechtsrheinischen Köln oder im Aachener Bergbaurevier. Wir haben eine wirkliche Umbausituation. In den Teilen des Landes natürlich unterschiedlich, aber doch eine erhebliche Herausforderung. Das ist so die Herausforderung jetzt. Meinen Sie, dass Sie irgendwann, wenn Sie meinen, dass es der richtige Zeitpunkt ist, loslassen zu können? Man beobachtet ja irgendwie das Phänomen, sowohl in der Politik, da ist der Kohl zu nennen, aber auch im Showbusiness, der Kuhlenkampf fällt mir da ein, dass Leute, die sehr weit oben sind und sehr erfolgreich sind, nicht sagen können, ich gehe. Der Genscher hat es gemacht. Ich glaube, ich kann das. Ich bin ja schon einmal aus der Politik auch ausgeschieden und bin damals zurückgegangen in den Journalismus. Da gab es andere Ursachen. Das war ich auch noch in einer anderen Situation als heute. Aber ich glaube, ich habe an mir schon erprobt, dass ich das kann. Und ich würde das auch zum richtigen Zeitpunkt dann tun. Ich kann nur heute nicht bestimmt, würde ich auch, wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen wollen. Das habe ich nämlich von Willy Brandt gelernt, dass man das nicht, wenn man die Endzeit nennt, den Endzeitpunkt, dann kann man auch gleich ausschalten. Das macht keinen Sinn, aber ich glaube schon, dass ich loslassen kann. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Job oder so eine Prominenz, so ein Einfluss, ich will mal sagen, vielleicht schon so ein bisschen auch so ein Suchtpotenzial hat, dass man dann nicht so gerne wieder weggeht von, wenn man das einmal hat. Ja, natürlich. Der Beruf des Politikers hat seine Reize, sonst würden ja Menschen nicht ungeachtet aller Probleme, die der Beruf auch mit sich bringt, da immer wieder hineindrängen. Das ist natürlich auch die Popularität, die man hat. Können Sie für sich sagen, was die Hauptantriebsfeder für Sie ist, Politiker zu sein? Das ist wirklich der Veränderungswille, wenn sich das jetzt nicht zu nicht überhoben anhört. Ich habe immer Sorge ein bisschen vor Floskeln, aber ich habe immer ein hochentwickeltes Gerechtigkeitsempfinden gehabt, schon als Schüler. Und das ist meine Antriebsfeder, wie gesagt, auch meine Herkunft aus dem Ruhrgebiet, aus einer Situation, in der wir uns damals zu Recht als Underdogs fühlten. Ich habe heute noch in der Ruhr-Universität Bochum gesprochen und habe gesagt, erinnern Sie sich mal, 1960 gab es keine einzige Hochschule. Da war nichts, da waren wir nur drauf. Die Bergleute sollten unter Tage, die Stahlkocher sollten Stahl kochen und die Chemiearbeiter. Aber da sollte man möglichst nichts werden. Und die Bildungschancen in des Ruhrgebietes waren mindestens um ein Drittel schlechter als die Bildungschancen beispielsweise in einer Stadt wie Münster oder Bonn oder Heidelberg. Das weiß ich noch in den 70er Jahren, als ich so Jugendlicher war. Das Ruhrgebiet war immer so die Schmuddelecke von Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen. Das war so vom Image her. Ja, die Arbeitsecke, da wurde gebraucht. Ja, ja. Aber die jungen Leute, die dort heranwuchsen, hatten wenig Chancen, wenig Bildungschancen und damit nicht die gleiche. Es gab keine Chancengerechtigkeit. Mhm. Die gibt es heute. Wir haben heute im Ruhrgebiet ungefähr das gleiche Niveau und die gleichen Chancen. Mhm. Das kann man ja ablesen an der Zahl der jungen Leute, die an die Hochschule gehen, die Abitur machen, die Realschulabschluss machen oder ähnliche. Wir haben heute die gleichen Bildungschancen wie in den anderen genannten Städten. Mhm. Das war eben vor, als ich die Schule verließ, völlig anders. Mhm. Eine Motivation ist sicherlich auch, und ich finde, das ist nichts Schlimmes, auch eine gute Portion Eitelkeit, ne? Wenn man so in der Öffentlichkeit immer steht. Das stimmt, das spielt eine Rolle. Also natürlich die Popularität, die man hat oder nicht hat, aber das Ringen um Popularität spielt für jeden Politiker eine Rolle. Mhm. Für viele Menschen spielt ja eine Rolle, wie werde ich durch andere wahrgenommen. Absolut. Absolut. Big Brother ist es dann auf der untersten Ebene. Das gilt ja eben nicht nur für Politiker, übrigens auch nicht nur für Menschen, die im Showbusiness sind, sondern auch für andere. Jeder oder für die meisten fragen sich ja, wie sieht der mich, wie sieht die mich? Und das ist natürlich beim Politiker in einer etwas potenzierten Form. Ja, klar. Christoph, hallo Christoph, 23 Jahre alt, hallo. Hallo. Deine Frage. Hallo Christoph. Ja, ich wüsste gerne von Herrn Clement, wie Sie zur eingetragenen Lebenspartnerschaft stehen. Steht ja demnächst an im Bundestag und was ist Ihre persönliche Meinung dazu? Du meinst die Homo-Ehe? Ja, genau, das ist das. Sagen wir es profan. Ja, genau. Ich tue mich damit nicht leicht, um das klar und offen zu beantworten, aber ich unterstütze das, was die Grundgedanken, die in dem Gesetzentwurf stehen für eingetragene Lebenspartnerschaften. Damit wir hier eine gleiche Rechtsstellung herstellen oder dass hier eben eine Minderheit aus dieser Minderheitssituation herausgeholfen wird. Wogegen, was ich nicht für richtig hielte oder was ich für richtig halte, ist, die Familie davon zu unterscheiden. Ich würde nicht akzeptieren wollen, eine Gleichstellung von Familie und eingetragener Lebenspartnerschaft. Aber dass Lebenspartner Rechte zwischen sich Rechte entwickeln, die auch gesichert werden müssen, das halte ich für absolut richtig. Und das wird ja über den Gesetzentwurf auch geschehen. Wären Sie denn auch dafür, dass homosexuelle Paare, schwule Paare, lesbische Paare Kinder adoptieren dürfen? Ja, das würde ich auch gerne. Das hängt von der Situation ab. Und die Einzelpersonen können auch gegebenenfalls ein Kind adoptieren. Das halte ich für durchaus denkbar. Das hängt aber sehr davon ab, wie bei anderen, wie Menschen auch, von ihrem eigenen Charakter, von ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten. Naja, aber noch darf man es ja nicht, ne? Ja. Aber das würde ich nicht völlig ausschließen. Ich würde nur eben dennoch nicht eine Parallele ziehen wollen oder eine Gleichstellung, so würde ich sagen. Eine Gleichstellung mit der Familie. Das darf, diese Verwechslung würde ich nicht für richtig halten. Eine Adoption halte ich für denkbar, die gibt es in anderen Lebensbereichen auch ohne dass eine Familie dahinter steht. Auch in anderen Ländern, ganz lange in Kanada zum Beispiel. Ja, das gibt es. Im Übrigen wird die Zahl derer, die eine solche Partnerschaft eingehen, weit überschätzt. Wer sich das in unseren Nachbarstaaten anschaut, in denen das schon möglich ist, da sind das Bruchteile von Prozenten, die sich zu einer solchen Partnerschaft entschließen. Also ich glaube, dass man das der Zahl nach, der Dimension nach nicht überschätzen darf. Aber diejenigen, die so miteinander leben, müssen jedenfalls eine Rechtsstellung haben dürfen und haben können, die sie auch sichert in ihrer Partnerschaft. Das halte ich für richtig. Ja, ich glaube, darum geht es auch vielen einfach um die Möglichkeit und um das Äußere, das Bild nach außen, dass es halt möglich ist und dadurch die Unterschiede geringer werden. Ich halte auch, will ich ja sagen, Christoph, die ganzen Schüsse, die jetzt von der ganz konservativen Seite kommen, für so heuchlerisch und so verlogen. Es geht einfach darum, dass ich finde auch, dass Schwule und Lesben einfach nicht Menschen zweiter Klasse sein dürfen. Das ist auf keinen Fall, darf auf keinen Fall so sein. Es gilt überall der Respekt vor dem Menschen, auch vor seinen Neigungen, vor seinen Orientierungen, vor ihren Orientierungen. Den Respekt schulden wir allen. Letztlich ist der Mensch für sich verantwortlich. Die Rechtsordnung stellt dafür einen Rahmen zur Verfügung. Wie gesagt, in unterschiedlicher Qualität ist dieser Rahmen. Der Rahmen gilt eben, ich wiederhole das, ohne dass ich da etwas strapazieren will, der Rahmen gilt eben anders für eine Familie mit allen Konsequenzen als für eine solche Partnerschaft. Aber auch diese Partnerschaft braucht einen rechtlichen Rahmen und darf nicht ins Abseits gestellt werden, so als seien das Menschen zweiter oder dritter Ordnung. Darum geht es. Christoph, die Frage ist beantwortet, ne? Würde ich sagen. Okay, mach's gut, tschüss. Ich habe in der Woche ein Porträt von Ihnen gelesen. Und die Woche hat ja immer so eine kleine Rubrik unten, Freunde und Feinde. Yeah. Und da stand dann als Freund Edmund Stoiber.
Sind Sie wirklich miteinander befreundet? Nein, das kann man so nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Wir kennen uns seit langer Zeit. Ich habe früher als Journalist schon Edmund Stoiber interviewt, als er Generalsekretär der CSU war. Und er ist ein interessanter Mann schon damals gewesen, sehr früh. Er ist ein wirklich hochintelligenter Mann, ein effektiver Mann. Aber das ist keine Freundschaft, sondern dass wir sind Regierungschefs von den beiden größten Ländern in Deutschland. Wir haben teilweise gleiche Interessen wahrzunehmen in unseren Ländern. Wenn wir über Länderfinanzausgleich sprechen, über die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern oder die Kompetenzen in Europa, die Strukturen des künftigen Europa, dann sind die bayerischen Interessen und die nordrhein-westfälischen Interessen nicht unterschiedlich. Ja. Und das soll man nicht verheimlichen, denke ich. Und im Übrigen, was man im Gespräch zwischen Ministerpräsidenten oder zwischen Politikern auch unterschiedlicher politischer Farbe klären kann, um etwas nach vorn voranzubringen, ja, das soll man doch klären. Warum soll man das nicht tun? Gibt es überhaupt wirkliche Freundschaften zwischen Politikern oder gar zwischen Politikern aus verschiedenen Lagern? Also früher ging immer so die Mehr im Bundestag, hauen die sich die Köpfe ein und hinterher gießen die sich einen hinter die Binde. Ist das so? Ja, das oder mag ich nicht so leiden. Also das gibt es, ich nenne das jetzt einmal ein bisschen Kumpelhaftigkeit. Mhm. Das mag ich nicht. Aber es gibt natürlich auch in der Politik und zwischen Politikern Freundschaften, auch wirkliche Freundschaften. Aber auch aus verschiedenen Lagern. Ja, das wird selten sein. Das wird nicht allzu oft der Fall sein, aber das gibt es auch. Also ich habe durchaus Freunde, von denen ich weiß, dass sie einer anderen politischen Partei angehören. Mhm. Auch da schon wichtige Rollen gespielt haben. Ich glaube, solche Menschen, mit denen duze ich mich, mit denen bin ich auch befreundet, haben Freundschaften ja auch unterschiedliche Intensität, aber das ist sehr wohl möglich. In der Politik wird gelegentlich als Freundschaft bezeichnet, was eben keine ist. Ja, ja. Und dadurch kommen solch ein paar Irritationen zustande. Aber es gibt durchaus enge Freundschaften. Was für ein Verhältnis haben Sie zu Ihrem Gegenspieler hier in Nordrhein-Westfalen, zu Jürgen Röttgers? Ein nicht sehr intensives. Wir kennen uns nicht so sehr gut. Also kein privates Verhältnis? Überhaupt nicht, nein. Wir haben aber, als er in der Bundespolitik war, also Bundesminister war, war ich, ich glaube, 3-4 Mal bei ihm, und wir haben auch durchaus Dinge besprochen, die auch gelöst wurden. Wir haben beispielsweise beide gemeinsam Projekte gefördert, mit Bundesmitteln und mit Landesmitteln. Und dies völlig sachlich miteinander erörtert, offen und ohne irgendwelche Neigung zum Scharmützel. Ja, wie geht man damit um, wenn man, also ich frage Sie, wie gehen Sie damit um, wenn Sie im Landtag beispielsweise sehr heftig angegriffen werden, vielleicht sogar verletzend, dass Sie da sitzen und denken, das ist aber nun wirklich, geht unter die Gürtellinie. Wie stecken Sie das weg? Wie gehen Sie damit um? Das fällt mir auf den ersten Hieb nicht ganz leicht. Sondern es gibt durchaus Angriffe, die ich als verletzend empfinde und die ich dann auch so, was ich auch durchaus zu erkennen gebe. Mhm. Ich mag dann auch nicht, wenn man anschließend sich dann auf die Schulter klopft. Ja, das meinte ich eigentlich gerade damit auch. Das mag ich nicht. Mhm. Andererseits, ich bin nicht so sehr nachtragend. Also ich halte das jetzt nicht, ich habe zwar ein ganz gutes Gedächtnis, aber ich denke nicht jetzt in 5 Jahren noch an solche Dinge. Mhm. Es gibt Einzelfälle, bei denen ich mir überhaupt mit über das Verhältnis zu anderen politischen Konkurrenten schwer tue. Das gibt's natürlich. Mhm. Aber also wie gesagt, man wird angegriffen, man kann durchaus verletzt sein. Es hat schon ein paar Situationen gegeben, in denen ich mich verletzt empfunden habe und denen ich das auch zu erkennen gegeben habe und eine Zeit lang gebraucht habe, um mich zu erholen und um das Verhältnis wieder einigermaßen zu normalisieren. Also ich wundere mich ja sowieso immer, wie Leute, die in sehr hervorgehobener Position arbeiten, in der Politik, in der Wirtschaft, wie diese Leute diesen unglaublichen Druck aushalten. Also in der Politik kommt der Druck, glaube ich, von 3 Seiten. Einmal der Druck von der eigenen Partei. Sie werden ja auch ständig beäugt von den eigenen Leuten. Ja. Dann mit Argusaugen beobachtet vom politischen Gegner. Und natürlich dann von den Medien. Man muss doch ein ungeheuerliches Fell haben, damit man das nicht zu sehr an sich herankommen lässt und, weiß ich jetzt, vor lauter Grübelei nicht einschlafen kann mehr, oder was? Ja, beides. Man muss auch schon eine hohe Sensibilität sich bewahren. Also ich war ja mal Sprecher von Willy Brandt, da habe ich das gelernt, die hohe Sensibilität, die Willy Brandt immer gehabt hat, auch als höchst angesehener Mensch, hat der auf einen Zeitungsbericht aus dem Schwarzwald oder aus der Schweiz oder ich weiß nicht aus welcher Zeitung, ich war ja damals sein Sprecher, höchst empfindlich reagiert. Und der hat nichts stehen lassen, was er als ungerechtfertigt empfand, sondern immer darauf reagiert oder mich reagieren lassen. Also durch einen Leserbrief oder durch einen Anruf. Nur man muss als Politiker diese hohe Sensibilität sich bewahren, weil man sonst den Kontakt verliert. Sonst schämt man sich, das ist ja immer so schwer, man schämt sich so ab, dass man nachher gar nicht mehr wahrnimmt, was die Menschen
Menschen über einen denken, was Menschen empfinden, wenn sie einen sehen. Deshalb ist das eine sehr schwierige Frage in Wahrheit. Man muss auf der einen Seite so stark sein, dass man nicht bei jedem Angriff umfällt. Mhm. Aber man muss auf der anderen Seite so wach sein, dass man jeden Angriff auch bemerkt, auch den feinsten. Ich habe ja damals auch gedacht, wie hält der Clement das nur aus, als sie so in der Warteschleife waren. Da fielen ja schon so die Worte, das ist der Prinz Charles von NRW oder er wird mit Schäuble verglichen, der ewige Kronprinz. Da lagen doch ihre Nerven schon sicher mal blank. Haben Sie da mal überlegt, das Handtuch zu werfen und zu sagen, nee, komm, ich mache jetzt was ganz anderes wieder? Ja, ich war nicht in einer so drängenden Situation, wie das manchmal erschienen ist. Jedenfalls habe ich das nicht so empfunden. Ich habe mich nicht verstanden als denjenigen, der nur mit hängender Zunge da saß und gedacht hat, jetzt muss ich sauber werden. Jetzt. Naja, aber er war 19 Jahre Ministerpräsident und da hätte man ja schon... No, aber das habe ich wirklich nicht so empfunden. Das ist allerdings wohl immer wieder so vermittelt worden. Und das hat uns dann in eine, Johannes Raum, oder mich jedenfalls im Verhältnis zu ihm, in eine schwierige Situation gebracht. Und man fängt dann an, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Man fragt sich bei jeder Veröffentlichung, woher kommt diese Veröffentlichung? Mhm. Und dadurch kommt in ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis, das wir ja wirklich gehabt haben und das wir auch wieder gefunden haben, weitgehend. Dann kommt da Misstrauen hinein. Also es gab schon eine Irritation in der Freundschaft. Ja, das ist schwierig, weil da unausgesprochene Dinge auf einmal im Raum sind, die aus allen möglichen Richtungen stammen und bei denen dann eben, ja, da kommt der Keim des Misstrauens. Mhm. Und das ist schwer auszuhalten. Das ist das eigentliche Problem zwischen Politikern, wenn man in eine Lage kommt, nicht alles offen aussprechen zu können oder zu wollen. Jetzt haben wir 1.35 Uhr und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir prominenten Besuch hier bei uns. Es ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Gerade kam Frau Clement hier rein und sie hat gesagt, du hast unser Weihnachtsessen vergessen. Hatten Sie gerade vergessen, ne? Was ihr da... Ja, sicher. Erzählen Sie es doch auch, die Leute interessieren. Ja, ich muss einfach jetzt nachbessern, weil meine Frau mir das gerade beigebracht hat. Weihnachten gibt es bei uns meistens Fondue, das habe ich vorhin versäumt zu sagen. Und das gibt es offensichtlich auch weiterhin. Ich weiß nicht, ob das sonst wo irgendwo üblich ist, aber das ist ein Essen, bei dem man eben rund um den Tisch prima zusammen... Das dauert schrecklich lange, ne? Das dauert schrecklich lange. Man findet nie ein Ende, aber man spricht wunderschön miteinander. Ja. Das ist also ein Essen zur Unterhaltung. Walter, begrüße ich herzlich. 47 Jahre, hallo. Ja, guten Tag. Ja. Moin Domian und moin Herr Clement. Moin. Erstmal wollte ich Sie gratulieren für Ihre gute Politik. Und ich habe mal eine Frage... Sie machen immer so einen ausgeglichenen Eindruck, ob Sie auch mal richtig böse und sauer werden können. Also da kommt man gar nicht so hinter. Doch, das können Sie sich drauf verlassen. Meine Frau sagt, ich sei ein Choleriker. Das ist da ist ein bisschen was dran. Also ich kann durchaus explosiv reagieren. Aber der Vorteil ist, dass ich hoffe, dass das für Choleriker insgesamt gilt, dass man sich auch relativ schnell wieder beruhigt und sich dann wieder unter Kontrolle hat. Ich habe in meinem Leben immer gelernt, Selbstdisziplin zu üben, aber ich bin doch unglaublich reizbar. Aber wie gesagt, ungefährlich. Ich habe mich dann ziemlich schnell wieder unter Kontrolle. Ja, ist gut. Das wollte ich dann wissen. Ich wollte die anderen auch rankommen lassen. Schönen Abend. Okay, weiter. Ja, danke, tschüss. Tschö. Judith, 22 Jahre. Hi. Ja, hallo. Deine Frage.
Ja, dazu muss ich sagen, dass ich am letzten Samstag in Düsseldorf war, bei der Kundgebung gegen die Nazis. Ja. Und da war ja auch der Herr Clement und hat da gesprochen. Ja. Und was mich da ziemlich beeindruckt hat, war, dass auf der Bühne halt ein Schild steht, da stand drauf, du sollst den Fremden aus deiner Stadt nicht vertreiben. Ja, und darum geht meine Frage. Es ist so, dass letzte Woche und diese Woche sind zwei Freunde von mir abgeschoben worden. Der eine ist der Mehmet Kilic, der ist direkt nach der Abschiebung verhaftet worden und gefoltert worden im Polizeigewahrsam. Der andere, der Hüseyin Schallan, beide sind Teilnehmer des Kirchenasyls. Und meine Frage an den Herrn Clement ist, wie das für ihn zusammenpasst, dass er sich auf die Bühne stellt und gegen Rechtsextremismus wettert und unter dem Motto Fremde sind Freunde, gegen Fremdenfeindlichkeit sich ausspricht und andererseits die angeblichen Freunde abschiebt. Ja, das ist schwer zu beantworten und auch sicherlich schwer zu verstehen. Ja. Aber in beiden Fällen haben bei uns die zuständigen Behörden bis hin zum Innenminister sehr sorgfältig die Fälle geprüft und es gab keinerlei Möglichkeit angesichts unserer Rechtslage, dass beide hier bei uns blieben. Sie hatten kein Aufenthaltsrecht. Es ist in beiden Fällen, insbesondere im letztgenannten Fall, durch drei oder vier Gerichtsentscheidungen bestätigt worden. Es gibt auch keinerlei Ermessensspielraum dort für uns. Ich sehe, dass Sie den Fall kennen, aber dann... Ich kenne den Fall sehr genau. Ja, lassen Sie mich nur eben sagen. Zeitgenosse Herr Behrens durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, diese Abschiebung zu stoppen. Nein, die hat er nicht. Die hat er nicht gehabt. Lassen Sie mich das wirklich sagen, weil ich nehme das sehr ernst, das können Sie mir glauben. Ich bin schon mal auch mit Roma und Sinti nach Mazedonien gefahren, weil wir sie auch aus dem Land herausbringen mussten. Herausbringen mussten, sicherlich. Sie haben kein Land hat die Möglichkeit, einen Abschiebestopp zu verhängen. Ja, sicherlich, aber dann muss es das Land insgesamt tun mit den gesetzgebenden, mit den dafür zuständigen Körperschaften, und zwar für die ganze Bundesrepublik Deutschland. Wir haben als Land, als einzelnes Land kein Recht dazu. Und wir mussten damals, ne, stimmt. Sicher. Es gibt keinerlei. Es hat eine Diskussion darüber schon oft gegeben. Der Vorgänger von Fritz Behrens, Herbert Schnoer, der hat damals dafür eingetreten, dass es ein Recht gibt für Innenminister in Einzelfällen, für die einzelnen Länderinnenminister in Einzelfällen Ausnahmen machen zu können und die Menschen niederlassen zu können. Es gibt Möglichkeit, einen halbjährigen Abschiebestopp zu verhängen. Das gibt es nur, wenn die Innenminister sich darauf verständigen, wenn alle sich darauf verständigen und sich danach verhalten. Es geht nicht anders, weil sonst die Menschen natürlich von Land zu Land ziehen würden. Und deshalb gibt es nur bundeseinheitlich eine Verständigung zwischen allen Ländern und mit dem Bund darüber. Wir haben im Übrigen, das lassen wir doch eben sagen, weil Sie sind ja dort sehr engagiert und das ist wirklich auch ja richtig und ich verstehe das, aber wir tun das auch nicht besinnungslos und ohne hinzuschauen. Wenn es stimmen würde, dass der Erste, den Sie genannt haben, der abgeschoben worden ist dort unten, wenn er dort unten gefoltert worden wäre, würden wir nicht mehr abschieben. Wenn es dafür irgendeinen Hinweis gibt, dass dieses richtig ist, wir überprüfen die Dinge wirklich sehr genau, das Auswärtige Ihr Amt begleitet das, wir auch. Ich habe damals... Die Zusage, die ich jetzt von Ihnen bekomme, dass die kriegen Sie, wenn es... Stopp veranlassen würden für Kurden wir würden, Türkei, nein. Wenn sich herausstellt, dass Mehmet Kilic gefoltert worden ist. Wenn Menschen, die hier zurück abgeschoben werden, bei ihrer Rückkehr gefoltert werden, dann können wir nicht mehr abschieben. Damit in das dem ganz Lagebericht des Auswärtigen Amtes ist erwähnt, dass der Teilnehmer des Wanderkirchenasyls Yusuf Demir Anfang des Jahres abgeschoben worden, dass er gefoltert worden ist. Ja, den Fall kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne die beiden Fälle, ich habe gebeten bei uns. Wir haben Nachweise, dass es Folter in der Türkei gibt. Ja, aber wir reden jetzt wirklich über die Fälle, die uns hier betreffen. Und wir haben den türkischen Generalkonsul. Wir haben den Generalkonsul der Türkei hier bei uns zu uns gebeten und haben mit ihm gesprochen. Und ich gehe davon aus, dass die türkischen Behörden sehr genau wissen, dass die Situation für uns sehr wichtig ist und dass wir das sehr genau beobachten. Und dass derjenige, der Kollege Briggen, ein Landtagsabgeordneter der Grünen, ist ja mit heruntergeflogen auch, jetzt bei der letzten Abschiebung. Und es ist dort eben nicht zu einer Verhaftung oder Festnahme gekommen, sondern der Abgeschobene ist dann auf freien Fuß ist dort unterwegs. Judith, wir beobachten das ist auch wahrscheinlich darauf zurückzuführen. Ich mache mal einen Vorschlag, Judith. Ich glaube, das war wichtig und gut, dass das thematisiert wurde. Lassen Sie mich das sagen. Es waren, glaube ich, drei Fragen erlaubt. Meine letzte Frage verlassen ist, sich darauf, dass ich noch im Spiegel anschauen kann. Ich habe Sie nicht verstanden. Meine letzte Frage ist, ob der Clement sich denn
aufgrund dieses Zynismus und dieser Verlogenheit, die er da von sich gibt, überhaupt noch morgens. Ich halte mich nicht für verlogen und auch nicht für zynisch. Sie mögen mir das nicht glauben, das glauben Sie mir vermutlich nicht, aber ich halte mich nicht für zynisch und nicht für verlogen. Und ich nehme die Dinge, auch die Dinge, die hier in der Türkei stattfinden, außerordentlich ernst. Wir beobachten das, verlassen sich darauf und wir werden nicht hinnehmen, dass dort Menschen durch unsere Verantwortung gefoltert würden. Also Judith, eine kritische Frage. Ne, pass auf, eine kritische. Nein, lass mich bitte sagen. Eine kritische Frage finde ich völlig in Ordnung. Aber ich möchte nicht, dass meine Gäste hier beleidigt werden. Wir haben jetzt das hier Thema. Ja, wenn du meinen Gast als verlogen bezeichnest, dann möchte ich das in dieser Sendung hier nicht hören. Jede kritische Frage ist okay, aber wir beenden das jetzt damit. Ich glaube, es ist auch genügend jetzt darüber gesprochen worden. Okay, auf Wiederhören. Tobi, 21 Jahre alt. Hallo. Jo, hallo. Tobi, deine Frage. Hallo, Herr Clement. Hallo, Tobi. Ich habe eine Frage, und zwar, was halten Sie von Legalisierung von weichen Drogen? So wie Hasch, Marihuana? Nicht viel. Ich möchte gerne, dass die Hemmschwellen aufrechterhalten werden für alle. Natürlich versuchen wir, das ist unsere Linie, auch als Landesregierung zu helfen, denjenigen, die abhängig sind, aber ich glaube, dass es immer richtig ist, die Hemmschwellen so hoch wie irgend möglich zu halten, damit möglichst keine jungen Leute oder möglichst wenige junge Leute da in die Gefahr der Sucht geraten. Unser Ziel ist natürlich, diejenigen, die dies verbreiten, zu verfolgen und zu bestrafen. Nein, ich halte davon nicht viel. Mhm. Und meine zweite Frage war im Moment ist ja der Bundestag so ein bisschen ein Drogenskandal, dass Spuren auf den Toiletten gefunden wurden. Was halten Sie davon? Oder wie ist Ihre Meinung dazu? Was sagen Sie dazu? Also, ich halte das bisher für eine Story, für eine Schmonzette, hätte ich früher gesagt. Ich war mal Boulevardjournalist, da hätte ich gesagt, das ist eine Schmonzette. Und jetzt kann man mal prüfen, wer da wohl auf welcher Toilette geschnüffelt hat. Das ist mehr eine Schmonzette. Ernst gesprochen muss ich wieder sagen, aber da sitze ich auch im Glashaus. Natürlich, Politiker müssen Vorbild sein. Und es wäre schrecklich, wenn da Politiker in Berührung mit diesem Thema kämen. Wir haben gerade schon genug mit dem Problem im Fußball zu tun. Denn das ist klar, da spielt das Vorbild eine große Rolle. Gerade Sportler sind Vorbilder, sind Idole. Und wenn da etwas vorkommt wie das, was zurzeit diskutiert wird, aber es gibt ja keinerlei Beweise, deshalb will ich das auch gar nicht vertiefen. Aber dann ist das natürlich ein Problem, das man muss sich auch dann offen ansprechen. Tobi, danke für deine Frage. Jo. Tschüss. Tschüss. Kann man als Politiker in hervorgehobener Position, können Sie auch mal so fünf gerade sein lassen und mal ein bisschen über die Stränge schlagen? Oder sind Sie eigentlich immer im Amt und haben das auch so im Kopf? Nein, ich bin durchaus jemand, der auch sich ein bisschen austoben möchte. Nur kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich versuche, da mir meine Freiräume zu erhalten, auch in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Wenn ich mit guten Freunden zusammen bin, dann sind wir durchaus auch ausgelassen. Und das möchte ich auch gerne sein können, auch auf das Risiko hin, dass das mal irgendwo missverstanden wird. Und das geschieht dann auch. Aber ich habe bisher kein so großes Problem gehabt. Neulich das Foto, über das wir vorhin schon gesprochen haben, ist ja so ein Ergebnis. Das war aber nur jetzt eine Momentaufnahme. Aber ich bin schon in ausgelassenen Situationen mit guten Freunden, mit meiner Familie. Ja, sicher, das gehört dazu. Man muss als Mensch auch irgendwann mal seine Emotionen aufgeben. Ja, natürlich, klar. Deswegen frage ich es auch. Emotionen aufgeben können. Und das tue ich auch. Was machen Sie, das ist jetzt die andere Seite, wenn Sie vollkommen abschalten, sich vollkommen erholen wollen? Was machen Sie? Sie laufen viel, haben Sie erzählt? Ja, das ist das, was ich täglich mache. Das ist aber jetzt kein Abschalten, aber das ist regelrechte Konzentrationsübung. Man besinnt sich auf sich oder auf Dinge, auf Themen, die man noch verarbeiten muss oder schon, die man noch vor sich hat. Man bereitet eine Rede vor, es geht einem alles mögliche durch den Kopf. Es ist eine unglaublich gute Konzentrationsübung. Wenn ich sonst abschalten will, ich kann sehr rasch abschalten. Also wenn wir wegfahren, wenn ich mit meiner Frau, mit meiner Familie irgendwo unterwegs bin, das dauert nicht sehr lange, dann habe ich den Abstand gewonnen. Aber Sie haben immer ein Handy dabei? Nein, aber ich habe immer bin immer erreichbar und ich kann natürlich auch meine Leute jederzeit erreichen. Nur so, wenn ich hier unterwegs bin, habe ich nie ein Handy dabei. Es wäre schrecklich. Na gut, hier sind Ihre Leute dabei. Aber wenn Sie privat unterwegs sind. Ja. Aber ich bin immer erreichbar, aber nicht so direkt. Denn solche Nummern bleiben ja nie so geheim, als dass man nicht ständig damit belatschert werden könnte. Das wäre nicht gut, glaube ich. Man muss versuchen, sich so seinen eigenen Schirm zu verschaffen, ohne dass man sich natürlich abschließen darf. Das ist auch nicht unkompliziert, aber das geht ganz gut. Sind Sie ein religiöser Mensch? Ja,
Ich bin ein religiöser Mensch, ja. Ich bin nicht jemand, der. Ich bin katholisch, sehr streng katholisch sogar erzogen. Ich habe also wirklich eine katholische Laufbahn, wie sie im Buche steht, als Messdiener und in der katholischen Erziehung von Haus aus. Das lockert sich natürlich im Laufe des Lebens und ich bin nicht ein wie würde ich sagen, hundertprozentiger Kirchgänger. Aber ich bin auch nicht einfach nur oberflächlich religiös, sondern ich glaube das, was mein katholischer Glaube mir vermittelt oder was der christliche Glaube vermittelt. Meine Frau ist evangelisch, meine Kinder sind evangelisch erzogen. Das war in früheren Zeiten unvorstellbar. Aber ich glaube, dass eben der christliche Glaube ist die Grundlage unseres Lebens. Was denken Sie zum Papst, zu unserem Papst? Ja, ich habe da ein zwiespältiges Verhältnis, nicht zu der Rolle des Papstes selbst, das ist für mich als Katholik klar. Ich glaube, dass er höchste Verdienste hat um die katholische Kirche weltweit. Es gibt, ich glaube, keinen Papst vor ihm, der weltweit eine derartige Wirkung erzielt hat. Das darf man ja nicht unterschätzen. Er hat bei uns im Umgang mit unseren Entwicklungen in den hochentwickelten Gesellschaften, damit hat er seine Probleme und da führt das dann oft eben zu Gegenreaktionen. Das ist klar, die Themen sind ja alle bekannt, denen das führt. Aber seine weltweite Bedeutung ist und seine Ausstrahlung für den katholischen Glauben, aber ich würde eben übersetzen für den christlichen Glauben, die ist gewaltig. Also ich will Ihnen sagen, ich habe in dieser Sendung sehr viel mit jungen Leuten zu tun, die auch über sexuelle Probleme erzählen und hier anrufen. Ich werde immer wieder konfrontiert mit Gewissensnöten von jungen Katholiken, wenn es um das Stichwort Kondome geht. Das lehnt der Papst ja ab. Ja. Oder wenn es um die sehr diskreditierenden Äußerungen des Vatikans über Homosexualität geht. Ja. Das ist auch sehr schwierig. In meiner Zeit, für meine Frau und für mich, das war für mich damals auch in meiner Erziehung, mit meiner Familie, meine Mutter lebte dann noch, als wir heirateten, war es sehr schwierig, der Umgang der katholischen Kirche mit gemischten Ehen. Genau. Allen Dingen eben mit der Frage, da darf man dann seine Kinder als Katholik evangelisch erziehen? Das durfte man damals nicht. Nach damaligem Verständnis war ich exkommuniziert. Das hat sich alles verändert jetzt. Aber ich glaube, das hat mich auch damals sehr beschäftigt, uns beide damals sehr beschäftigt. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Gespräche auch mit Geistlichen geführt darüber. Und ich verstehe sehr wohl, wenn solche Äußerungen des Papstes und der katholischen Kirche jungen Leuten heute gewaltige Probleme machen. Das meinte ich im Verhältnis zu unseren entwickelten Gesellschaften, ist manches, was die katholische Amtskirche aus Rom postuliert, problematisch. Sie sehen es ja auch jetzt am Thema, wie die deutschen Bischöfe umgehen mit der Frage der Schwangerschaftsberatung, der Paragraph 18 Beratung, hätte man früher gesagt. Das wirft Probleme auf. Aber dennoch, die Kehrseite ist die gewaltige Ausstrahlung dieses Mannes. Und man sieht ja auch, wie viele Jugendliche er anzieht. Ich könnte mir vorstellen, in Ihrem Fall, Sie sagen gerade, dass aus Ruhepol die Familie sehr wichtig ist, Ihre Frau Karin sehr wichtig ist, dass aber auch so eine, ich sag mal, so eine spirituelle Verankerung der Glauben darstellt und dass man daraus auch Ruhe schöpfen kann. Bedeutet diese Verankerung im Glauben für Sie, dass Sie beispielsweise keine Angst vor dem Tod haben? Ja, wenn man so stabil im Glauben wäre, wäre das so. Das kann ich so nicht sagen. Also das würde mich überheben. Ja, das ist natürlich der Glaube daran, dass nach dem Tod noch etwas ist. Dennoch bleibt auch bei jedem oder bei jedem normalen Menschen die Hemmung vor dem Tod und es kommt hinzu, und das ist ja eine Erscheinung, der ich auch erliege, dass wir den Tod doch sehr weit aus unserem Leben, aus unseren Gedanken, unseren Gesprächen. Denken Sie oft daran, so wenn Sie in den Turbulenzen des Alltags sind, dass so eine ganz innere Stimme irgendwann, wenn Sie allein im Auto sitzen, das vielleicht alles relativiert im Angesicht des Todes? Stimmt. Das ist natürlich, wenn Sie so wollen, die Stärke. Ich fühle mich dabei nicht keineswegs nur stark, aber das ist die Stärke natürlich eines gläubigen Menschen, dass er weiß, dass das, was hier passiert, was auf der Erde geschieht, nicht alles ist. Und dass ich deshalb auch nicht alles bis ins Letzte auskosten muss. Das vermittelt der Glaube durchaus, aber ich will nicht sagen, dass ich im Glauben ohne Zweifel wäre. Sie haben gerade am Anfang gesagt, als ich sagte, Sie sind 60 Jahre alt, ja leider, oder so ähnlich, haben Sie Angst vor dem
älter werden oder von dem sehr alt ja, sein? Ja, das habe ich schon seit jungen Jahren. Ich mag so Geburtstag nicht so besonders gern. Mhm. Ich glaube, mein 30. Geburtstag hat mich schon ziemlich. Ehrlich, mit 30? Ja. Oh je. Also das ist auch nicht so ernst zu nehmen. Was macht diese Angst denn aus? Die Angst vor dem Älterwerden? Die Freude am Leben. Die Freude daran, noch viel zu erleben und ein bisschen unbeschwert genießen zu können. Aber sicher, man wird das Älterwerden hat auch seine Vorteile und man geht mit vielen Dingen gelassener um und natürlich lebt man dann auch vielleicht ein bisschen intensiver. Es gibt ja im Moment revolutionäre Fortschritte in der Gentechnologie und es wird bestimmt nicht mehr lange dauern, prognostiziere ich mal, dass man Eingriffe auch in den Alterungsprozess des Menschen vollziehen kann. Wäre das für Sie eine Verlockung, 150 zu werden, wenn es medizinisch möglich wäre, das so zu drehen? Ja, so wird es hoffentlich nicht sein. Aber ich meine, unsere Lebensdauer, die durchschnittliche Lebenserwartung verlängert sich ja jetzt schon enorm. Es ist ja gewaltig, wenn ich so denke, wie viele Hundertjährigen aus Nordrhein-Westfalen ich gratulieren darf oder noch älteren Menschen. Also das hat sich wirklich gewaltig. Man merkt es an solchen Dingen, an solchen ganz einfachen, scheinbar einfachen Dingen, dass sich da vieles verändert. Ja, wenn man das ohne Gebrechen an Leib und Seele und Verstand kann, ja. Schrecklich wäre es, wenn das alles so nur noch technisch gestützt abliefe. Also ich möchte durchaus, dass das Menschenleben natürlich bleibt und natürlich, letztlich natürlich bei allen medizinischen Künsten. Die Natur muss im Spiel bleiben und wir dürfen das nicht alles ins Technische übersetzen. Ich glaube aber und hoffe auch nicht, dass uns das gelingt. Also für mich wäre es auch verlockend. Die Frage ist nur, wie lange das Gehirn ein Alter aushält. Ne? Wann ist die Kapazität des Gehirns erschöpft? Weiß man nicht. Der Kai ist dran. Hallo Kai, 14 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Kai. Deine Frage. Ja, schönen guten Morgen, Herr Clement. Und zwar habe ich zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf die Jugendpolitik. Und zwar, was wollen Sie und Ihre Partei dafür tun, dass sich die Jugend mehr für die Politik engagiert oder dass Sie die Jugend für die Politik inspirieren? Nehmen wir erstmal die erste Frage und dann die zweite. Ja, wenn man das so wüsste, das ist sehr schwer. Ich habe vorhin kurz erzählen können, ich war heute mit Jugendlichen zusammen und habe 2,5 Stunden mit denen diskutiert. Das hatte eine Zeitung dazu eingeladen. Ich treffe jetzt im nächsten Jahr bei viermal 231 Jugendliche, das sind genauso viele, wie wir Parlamentarier im Landtag haben, um mit denen zu diskutieren. Und ich möchte vor denen darstellen, was wir zu bestimmten Themen der Politik sagen und tun und möchte dann hören, was sagen mir die Jugendlichen dazu. Und sie sollen das, und ich möchte da in einen offenen Austausch kommen. Ich suche das Gespräch mit jungen Leuten, das halte ich für das Wichtigste. Aber ich gebe zu, ich habe keine Patentantwort und keine einfache Antwort auf deine Frage hin. Und die zweite Frage, Kai? Und die zweite Frage ist, wie stehen Sie zu der Frage Pfand auf Dosen? Ich halte davon nicht so viel. Es ist aber wichtig, dass wir natürlich das Gewicht zwischen Mehrwegverpackungen und Einwegverpackungen so halten, wie es jetzt ungefähr ist. Das ist 72% zu 38%, zu 28%. Aber ich würde gerne einen Weg suchen, wir sind zurzeit in der Diskussion darüber, an dem es möglichst ohne Pfand geht. Denn dieses Pfand kostet riesig viel Geld. Die Einzelhandelsgeschäfte, die ja nur bis zu einer bestimmten Größe sich prinzipiell entwickeln können, können dies kaum schaffen, auch Mehrwegverpackungen kaum unterbringen. Deshalb ist das Problem außerordentlich schwierig, für den Einzelhandel auch außerordentlich schwierig. Es kommt hinzu, dass wir im Land Nordrhein-Westfalen sowohl die Produzenten von Flaschen, von Mehrwegverpackungen haben, als auch von Einwegverpackungen. Es ist also ein Arbeitsplatzproblem erster Güte, an dem auf beiden Seiten viele tausend Arbeitsplätze hängen. Eine schwierige Frage. Wir suchen zurzeit noch die Lösung, um ein Pfand zu vermeiden. Ökologisch müssen wir allerdings das Ziel erreichen, das mit dem Pfand erreicht werden soll. Also wir dürfen nicht zulassen, dass die Mehrwegverpackungen weiter zurückgedrängt werden. Okay. Herr Clement, glauben Sie denn, dass durch das vielleicht Pfand auf Dosen die Umweltverschmutzung geringer wird? Ich bin da nicht sicher. Ich halte das wirklich auch nicht für den Königsweg dort. Aber das Verhältnis haben wir ja einigermaßen im Lot gehalten durch die Drohung. Jetzt gerät es aus dem Lot und es muss uns die Wirtschaft einen Weg weisen, wie man es ohne Pfand machen kann. Sonst wird das Pfand kommen. Lieber Kai, alles klar? Ja, danke schön. Okay, tschüss. Okay.
Sie haben ein Image, das könnte man vielleicht so beschreiben, das ist so der Macher, das ist ein cooler Typ, der ist hart, vielleicht auch hart gegen sich selbst. Er ist, ich weiß gar nicht, von wem die Formulierung kommt, ob die sogar von Ihnen selbst kommt. Ich bin der Manager der NRW AG. Ja, den habe ich nicht. Gefällt Ihnen dieses Image oder fühlen Sie sich da gar nicht so richtig wohl mit? Nein, es ist einfach die Realität. Wir sind in einem Umbruch, in einem Umbau des Landes. Und da kommt es, glaube ich, wirklich darauf an, dass man selbst mit anpackt. Mhm. Also es ist ja nicht einfach so gegeben, dass Ausbildungsplätze genügend da sind. Man muss anpacken, muss Menschen ansprechen, Unternehmer ansprechen, Manager ansprechen, Betriebsräte ansprechen, wenn man Ausbildungsplätze mobilisieren. Aber ich will Ihnen sagen, ich habe Sie vor anderthalb Jahren bei Alfred Biolek gesehen, da waren Sie mit Ihrer Frau Karin. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, so cool ist der ja gar nicht. Der ist ja auch ganz normal und ganz locker, was man vielleicht so im normalen, in der normalen politischen Berichterstattung gar nicht so mitbekommt, was übertragen wird. Ja, so empfinde ich das allerdings auch. Ja. Also ich bin ja keine Maschine. So habe ich das jetzt auch empfunden und freue mich sehr, dass Sie hier waren. Die Sendung ist vorbei. Was machen Sie am Wochenende? Haben Sie frei oder sind politisch? Wir haben Termine, also. Aber es macht nichts aus, es ist wunderbar. Ich danke kann ein bisschen länger schlafen machen. Ja, Gott sei Dank. Okay. Vielen Dank fürs Kommen und alles Gute Ihnen und der Familie. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Alles Gute. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, bei Wolfram Spikowski, bei Jan Hölz, Jeanette Krause, Tim Stienauer und Johannes Hiller. Wir sind nächste Woche Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage ciao und bye bye. Bis nächste Woche. Tschüss.